Du hast ja wirklich schon vieles hinter dir, vieles, vieles erlebt, im Guten und im Schlechten. Oh ja. Das fangen wir doch mit dem ganz Tollen an. Du hast ganz jung, mit 22, 2008, schon eine große Castingshow vom ORF gewonnen. Mhm. Musical Die Show. Hm, ja. Nach diesem Sieg und so jung und man wird gehypt und alle schreiben und überall ist man in der Fernsehsendung und alles das, ja, kommt auf einen zu. War das nicht so ein bisschen so das Gefühl, dass du auf Wolken schwebst und die Welt gehört mir? Wow, ja. Also, das war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Und nach dem Sieg kam mein richtiger, also da kam wirklich die Tiefe. Also das war wirklich, es war wirklich, ich war einfach super depressiv, weil... Unmittelbar danach doch vermutlich nicht. Also da war doch mal der Sieg, da war doch zuerst einmal der Rausch. War der Rausch, nicht? Wo man gleich nach ein paar Tagen realisiert hat, boah, ich bin ja voll einsam, es ist wirklich so. Ich hab realisiert, ich habe jetzt wirklich keine wirklichen Freunde, weil die auf einmal sind alle da und rufen einen an und auf einmal ist man wichtig und... Es kommen zu den Freunden noch andere dazu, aber du hast das Gefühl gehabt, echte Freunde gibt es hier gar nicht, oder wie? Sagen wir so, ich habe es in dem ganzen Trubel dann nicht mehr erkannt, wer die wahren Freunde sind. Und es war eine sehr, sehr dunkle Zeit. Ich war suizidgefährdet. Ich glaube, das war die Mischung zwischen, ich wusste nicht wirklich, warum Leute immer gesagt haben, ja, okay, du kommst doch aus dem Musical, wir können dich als Popkünstler nicht ernst nehmen. Und die im Musical haben gesagt, wir können dich nicht wirklich ernst nehmen, weil du bist so ein poppiger Künstler, du bist ja nicht wirklich Musical. Und das war mit dir wirklich so ernst? Du hast wirklich Suizidgedanken damals gehabt? Ja. Ich kann mich erinnern, wir waren auf der Terrasse und wir sind ja nur im Erdgeschoss, meine Mutter. Du hast noch zu Hause gewohnt? Ich habe zu der Zeit wieder zu Hause gelebt, weil ich von meiner Freundin damals ausgezogen bin. Das war wirklich eine sehr chaotische Zeit. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit 22 dann wieder zu Hause war und meine Mutter schon gewusst hat, ja okay, der Junge, der hat einfach sein Leben nicht im Griff. Und jede Art von Kritik von meiner Mutter war einfach wie ein Stich in meinem Herzen, weil ich wusste, ich bin kein Mann in dem Moment. Ja? Und ich also da gab es einen Auslöser, ich glaube, ich weiß nicht mal, was sie gesagt hat, aber sie hat irgendwas gesagt und dann bin ich wirklich mit einem Sprung, ich war so aggressiv, ich bin mit einem Sprung, wie der Bruce Lee, wie der aggressive Bruce Lee, über den der Zaun war circa so hoch. Ja. Zu einem Hechtsprung. Ja, genau. Einfach rausgesprungen und bin auf die Straße gerannt und habe gewartet, bis mich jemand überfährt. Und natürlich haben die Leute gesagt, bist du ein bisschen deppert und... Haben mich natürlich nicht überfahren, sonst wäre ich da. Nein, aber es spiegelt nur die Stimmung wieder. Also es war nichts da, was dich sozusagen gehalten hätte. Überhaupt nicht. Also es war die Zeit, wo ich gesagt habe, ja, es macht alles keinen Sinn. Wozu bin ich überhaupt Musiker? Warum habe ich dieses Talent überhaupt? Also ich habe wirklich keinen Boden unter meinen Füßen gehabt. Schließlich bist du zu deiner, sozusagen, deiner alten Heimat, bist zwar in Österreich geboren, aber du bist, kann man sagen, nach Hause gefahren? Du bist zu den Philippinen, wie ist das zu benamsen? Was sagt man da? Also zu Hause, es war sehr gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, also diese Lebenserfahrung, auf die Philippinen zu fliegen und meine eigene Kultur kennenzulernen. Es ist einfach eine ganz andere Mentalität, Vera. Aber war das letztendlich die Konsequenz von diesen schlechten Gefühlen? Hast du dir gesagt, ich schaue jetzt mal, ob du dort vielleicht besser beheimatet bist oder so? In diese Auf jeden Richtung Fall. Ein bisschen. Nein, schon. Ich wollte flüchten. Von meiner Realität hier flüchten. Zu sagen, okay, ich bin hier so unglücklich und ich habe ein Angebot bekommen, unmittelbar nach dem Sieg und ich habe den nicht wahrgenommen, dann habe ich die Kontakte wieder angerufen und habe gesagt, ja okay, machen wir Business, aber trotzdem wieder einsam. Like a samba, from the time I know we're hitting drums, yeah. So shake it up and dance, it's like no more drama. And check it out, it's really crazy, throw it at that. Don't worry, we're stopping, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of BBC, pieces of heaven. Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas.
letztendlich hat dir diese Flucht, wenn ich das so nennen kann, hat dir das große Glück gebracht. Du hast ja dort deine Frau kennengelernt. Yes. Ja. Na schau. Yes. Und sie hat dich offenbar aufgefangen. Ja, also meine Frau, wir haben uns, sie war 24, ich war 26 und wir haben gesagt, okay, anscheinend passt das einfach zwischen uns. Könntest du dir jemals vorstellen, ein Leben in Österreich zu leben? Und die Antwort war ziemlich klar. Und dann habe ich meinen Vertrag dort abgebrochen und habe gesagt, ich will nach Hause. Und Österreich ist mein Zuhause. Dort hast du verstanden, dass doch Österreich dein Zuhause ist. Ja. Das wusstest du aber erst, nachdem du weg warst. Ja, ja. Und dann war ich hier und einfach nur diese frische Luft und das Wasser, das wir einfach gleich aus dem Wasserhahn trinken können, das war einfach Gold für mich. Ja, im Herbst irgendwann wird es ja dann doch hier weitergehen. Ein paar Requisiten stehen ja noch da von Rock My Soul, wenn du dann wieder hier auf der Bühne tanzt und singst und Gas gibst. Tja, und in etwa ziemlich genau einem Jahr, ein bisschen weniger als einem Jahr, hoffentlich auf der ganz großen Bühne. Und ich wünsche dir möglichst viele 12 Points. Danke, Vera. Danke. Alles Gute. Ihnen auch. Alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. It's overthrown.